Einige Monate waren vergangen. David war nicht mehr in Israel. Er war wirklich in ein anderes Land gegangen, wo Saul ihn nicht finden konnte. Da kam eines Tages in schnellem Galopp ein Bote vor den Palastgärten. Völlig erschöpft fiel er vom Pferd. Ich muss den König sprechen. Du kannst den König jetzt nicht stören. Halt mich nicht auf. Führ mich sofort zu ihm. Es ist wichtig. Was gibt's? Ein Bote will euch sprechen. Er sagt, er muss sofort zu euch. Lass ihn herein. Was hast du mir zu melden? Mein König, die Philister sind mit einem großen Heer in unser Land eingefallen. Sie brennen unsere Städte und unsere Dörfer nieder. Sie töten die Männer. Frauen und Kinder nehmen sie gefangen. Die Viehherden treiben sie fort. Sie verwüsten die Felder. Wie weit sind sie schon vorgedrungen? Sie stehen am Gebirge Gilboa. Es ist gut. Meine Diener sollen dir zu essen und zu trinken geben. Mein König, es muss sofort etwas geschehen. Die Menschen verlassen in panischer Angst ihre Häuser. Sie wissen nicht mehr, wohin sie noch fliehen sollen. Handle schnell, mein König, sonst sind wir alle verloren. Lasst mich jetzt allein. Ich werde überlegen, was wir tun können. Da kniete Saul nieder und betete zu Gott. Herr, sag mir, wie ich mein Volk retten kann. Gib mir ein Zeichen, damit ich erkenne, was ich tun soll. Aber Gott schwieg. Er sprach nicht mehr zu Saul. Diener! Komm her! Hier, nimm meinen Königsmantel und bring mir ganz einfache Kleidung. So wie die Bauern und die Hirten sie tragen. Was habt ihr vor, mein König? Kennst du eine Wahrsagerin? Ihr habt das Wahrsagen in unserem Land doch verboten. Das weiß ich. Aber vielleicht gibt es doch irgendwo noch eine Frau, die wahrsagen kann. Ja, ich kenne eine. Wo lebt sie? Sie wohnt in Endor. Dann sollen mich zwei Knechte begleiten. Ich will zu ihr nach Endor. Sie soll mich aber nicht erkennen, deshalb bring mir andere Kleidung. Und sag den Knechten Bescheid. Wir wollen gleich aufbrechen nach Endor. Bist du die Wahrsagerin? Und wer seid ihr? Das tut nichts zur Sache. Ich frage nur, weil ich wissen muss, ob ich mich auf dein Schweigen verlassen kann. König Saul hat nämlich das Wahrsagen verboten. Wer es trotzdem tut, wird eingesperrt und streng bestraft. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde niemand etwas sagen. Was willst du hören? Ich will mit dem Geist Samuels sprechen. Samuel ist lange tot. Das weiß ich. Aber man hat mir gesagt, ihr Wahrsagefrauen könnt die Geister Verstorbener herbeirufen. Ich will es versuchen. Du musst ganz still sein. Samuel. Samuel. Hörst du mich? Hier ist ein Mann, der mit dir reden will. Samuel, erscheine. Warum störst du mich in meiner Ruhe, Saul? Warum rufst du mich aus meinem Grab? Oh Gott! Du bist Saul? Du hast mich betrogen! Ich bin verloren. Halt den Mund! Was willst du von mir, Saul? Hilf mir! Samuel! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Philister sind in mein Land eingefallen. Und Gott, den ich angerufen habe, schweigt! Warum fragst du mich, wenn Gott sich von dir abgewandt hat? Es wird das geschehen, was Gott damals durch mich verkündet hat. Er wird dir Israel wegnehmen und es David geben. Warum hast du Gott nicht gehorcht? Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Was ist mit euch, König Saul? Ihr werdet ja ganz bleich. Soll ich euch etwas zu essen holen? Oder einen Becher Wein? Nein, ich will nichts.
Ruf meine Knechte, wir müssen gehen. In aller Eile stellte Saul ein Heer auf und zog damit gegen die Philister. Am Gilboa-Gebirge kam es zum Kampf. Feldhauptmann, steht es gut um uns? Nein, mein König. Die Philister sind zu stark. Sie haben unsere Truppen besiegt. Die besten von uns sind im Kampf gefallen. Auch drei deiner Söhne. Lebt wenigstens Jonathan noch? Nein. Auch Jonathan ist tot. Ein Pfeil hat ihn ins Herz getroffen. Mein Waffenträger soll kommen. Hier bin ich, mein König. Du hast mir viele Jahre treu gedient. Nun bitte ich dich um meinen letzten Dienst. Was befehlt ihr mir? Hier. Nimm mein Schwert und töte mich. In all den Jahren und auf allen Feldzügen habe ich deinem Befehl gehorcht. Aber heute kann ich dir nicht gehorchen. Meinen König kann ich nicht töten. Siehst du denn nicht, dass wir den Kampf verloren haben? Ich will nicht lebend in die Hände der Feinde fallen. Sie würden mich in die Gefangenschaft führen und mich verspotten. Das könnte ich nicht ertragen. Da will ich lieber tot sein wie meine Söhne. Wenn du es nicht tun kannst, dann muss ich es selbst tun. Gib mir mein Schwert. Zu dieser Zeit war David noch immer in dem fremden Land. Ein Bote kam zu ihm. Deine Kleider sind zerrissen und Staub und Sand kleben in deinen Haaren. Ich komme direkt vom Gilboa-Gebirge. Tag und Nacht bin ich geritten, bis ich dich endlich gefunden habe. Was hast du mir zu melden? Die Soldaten Israels haben den Kampf gegen die Philister verloren. Die meisten sind gefallen. Auch Jonathan und König Saul sind tot. Der König hat sich selbst getötet. Er hat sich in sein Schwert gestürzt, weil er nicht in die Hände der Feinde fallen wollte. Das ist die traurigste Nachricht, die du mir bringen kannst. Ich weine, weil so viele edle Männer Israels gefallen sind. Ich weine, weil mein König tot ist. Wenn er mich auch verfolgt hat, so hat er sein Unrecht am Schluss doch eingesehen. Und ich weine, weil Jonathan nicht mehr lebt. Mein guter Freund Jonathan, der zu mir wie ein Bruder war, den ich geliebt habe. Sag mir, was verbirgst du da unter deinem Mantel? Ich bringe dir die Krone, die König Saul getragen hat. Warum bringst du diese Krone mir? Weil du sie tragen sollst. Das Volk Israel will, dass du König wirst. So wie du einst den Riesen Goliath besiegt hast, wirst du auch jetzt die Feinde besiegen und den Menschen wieder Hoffnung geben. Ich will niederknien und zu Gott beten. Mein Herr und mein Gott, ist es dein Wille, dass ich nach Israel gehen soll? Gehe zu deinem Volk, David. Wohin soll ich gehen, Herr? Gehe nach Hebron im Lande Juda. Da zog David mit den Männern, die noch bei ihm waren, nach Hebron. Und die Männer von Juda salbten ihn zum König. So wurde wahr, was einst Samuel im Auftrag Gottes gesagt hatte, damals im Haus seines Vaters Jesse, als David noch ein Hirtenjunge war. Jetzt war er 30 Jahre alt und wurde König in ganz Israel. Denn nicht nur die Menschen in Juda, auch die anderen Volksstämme Israels wollten ihn zum König haben, weil David ein guter und gerechter König war. Nur die Jebusiter, die in der großen Stadt Jerusalem wohnten, stellten sich gegen ihn.
Habt ihr schon gehört, dass David jetzt König in Israel ist? Na, aber nicht hier in Jerusalem. Wenn er mit seinen Soldaten vor die Stadt kommt, dann werden wir ihn schon vertreiben. Ach, du hast recht. Wer ist schon David? Also. Ein ehemaliger Schafshirt. Er wird nicht wagen, unsere große Stadt und die Burg Zion anzugreifen. Wir sind hier die Herren. Und das werden wir auch bleiben. Selbst unsere Lahmen und unsere Blinden sind bessere Krieger als seine Soldaten. Aber weil Gott David half, eroberte er die Stadt Jerusalem. Und von dem Tag an hieß Jerusalem die Stadt Davids. Hört mir zu, Männer und Frauen. Ich will die Bundeslade, in der die 10 Gebote Gottes aufbewahrt werden, von Juda nach Jerusalem holen. Auf einem mit vielen Blumen geschmückten Wagen sollt ihr die Bundeslade hierher bringen. Ich will vor dem Wagen herziehen und die Harfe spielen. Und ihr alle, Männer und Frauen und Kinder, sollt mit mir singen zur Ehre Gottes. Und soll die Bundeslade dann immer hier bleiben? Ja, hier in Jerusalem soll sie für alle Zeiten bleiben. Wo sollen wir die Bundeslade denn aufstellen? Etwa in einem großen Zelt? Ich wohne hier in einem schönen Haus aus feinem Zedernholz. Da will ich Gott ein noch schöneres und größeres Haus bauen lassen. In diesem Haus und nicht in einem Zelt soll die Bundeslade aufgestellt werden. König David, hör mich an. Wer bist du? Ich bin Nathan, ein Prophet Gottes. Wenn du ein Prophet Gottes bist, dann sei mir willkommen. Ich will gerne hören, was du mir zu sagen hast. In der letzten Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Und er will, dass ich dir alles sage, was er zu mir geredet hat. Sprich, Nathan, ich höre. Gott sprach zu mir. Soll ich jetzt in einem schönen und großen Haus wohnen, das David mir bauen will? Ich habe in keinem Haus gewohnt, seit ich mit meinem Volk aus Ägypten ausgezogen bin. Ich habe mein Volk durch die Wüste in dieses Land geführt. Und ich habe mit meinem Volk in seinen Hütten und seinen Zelten gewohnt. Jetzt habe ich meinem Volk einen sicheren und festen Ort gegeben, damit es hier wohnen kann und nicht mehr umherirren muss. Hier soll mein Volk in Ruhe und Frieden leben. Und seine Feinde sollen es nicht mehr bedrängen. Ich habe David von seinen Schafherden weggeholt. Ich habe alle seine Feinde vernichtet. Und ich habe ihn zu einem mächtigen und großen König gemacht. Und wenn sein Leben zu Ende ist, dann soll sein Sohn König sein. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er etwas Böses tut, dann will ich ihn bestrafen. Aber ich will auch meine Güte und meine Barmherzigkeit nie von ihm abwenden. Denn ich will mit meinem Volk wohnen für alle Zeiten, und sein Reich soll ewig bestehen bleiben. Das hat Gott mir heute Nacht gesagt, David. O Nathan, wer bin ich denn, dass Gott mich so gesegnet hat? Ich weiß, dass alles wahr ist, was Gott sagt. Und ich weiß, dass er große Wunder getan hat an seinem Volk. Deshalb will ich in Freude und Dankbarkeit beten. Herr, mein Gott, du allein bist der Herr. Keiner ist so groß wie du. Du bist der Gott deines Volkes und dein Volk gehört dir in Ewigkeit.